Folge 2 mit der Polizei, mit der Autobahnpolizei, und wir sind immer noch in unserer ersten Schicht und noch nicht gefeuert worden, was ich eigentlich unverständlich finde. Korrekt, ja. Oh, ich habe immer noch den Warnblinker an. Ja, die sollen halt auch Abstand halten. Oh. Mit einem UFO! Folgen Sie diesem Geisterauto. Kontrollier doch mal den da, Fahrzeug untersuchen. Der da meinst, der ist mir ein bisschen, also der ist mir nicht ganz geheuer. Ich sehe übrigens schon, wie sich die Kommentare häufen von den Autobahnpolizei-Cracks. Guck mal, der macht das noch mit der Maus und nicht mit den F-Tasten, wie die Check. Ich muss ja auch fahren. Ein gestohlenes Fahrzeug entdeckt auf der A32 in Richtung A28. Ich muss aber Fahrzeuge untersuchen. Ach so. Annehmen. Verstanden. Hör, das war hier gerade. Scheiße. Warte mal. Ja, wie muss ich jetzt wieder wenden? Kannst du denn nicht einfach ein 180 machen? Darf man nicht. Wie darf man nicht? Ja, man darf doch nicht umdrehen auf der Autobahn. Das ist die Polizei. Ja, deswegen muss ich mit gutem Beispiel vorangehen. Oder fahren in dem Fall. Du verfährst dich mit gutem Beispiel voran. Gar nicht mal so spannend, ne? So Autobahnpolizist zu sein. Es geht in erster Linie, ist die ganze Kunst daran, den richtigen Zeitpunkt Autobahnabfahrten zu erkennen. Oder aber gut daran. Interessanter ist es, wenn du morgens aufstehst, auf die Straße gehst und deinen Kopf in deinen Ventilator hältst. Oder du bist ja gut darin, dich selbst zu beschäftigen, während du an der Ausfahrt vorbeifährst und dann wieder... Also hier kreuze ich doch jetzt eine Landstraße. Ich müsste doch da jetzt irgendwie... Hunderte Kilometer sinnlos auf der Autobahn entlang gehen. Geht auch nicht. Also das mit dem Umdrehen, das ist echt... Das war hier wäre eine Abfahrt gewesen. Also eine Tanke auf der anderen Seite. Da kommt da nochmal was. Vielleicht ist das das gegen den Wind Segeln bei Pirates in dem Spiel. Hä? Boah, wenn der nächste in Burger King ist, will ich aber, dass wir rausfahren. Aber der hat doch eh zu. Wir sind ja bestimmt im Schwäbischen unterwegs. Die haben immer zu, vor allem nachts. Als wir vom Europapark nach Hause gefahren sind, waren wir uns irgendwann alle einig, wir wollen jetzt verdammt nochmal einen Burger essen. Und dann war halt echt jeder Burger King, zu dem wir hingefahren sind, die meistens halt dann Teil von so einer größeren Raststätte waren, war halt immer in der Raststätte brannte noch Licht, aber dann am Burger King-Schalter hieß es, ja, nö, zu. In der Raststätte brannte noch Licht, das klingt auch wie so ein kleiner, toller Roman. Das klingt wie Johnny Hill Song. Ich kehrte ein und ich fuhr kurz hinter Pforzheim raus und wollte eine Semmel. Zentrale am Norbert Moor 01. Den Reim ich war leider zu hungrig, um mir einen Reim auszudenken. Was ist ja Johnny Hill geworden? War übrigens sehr enttäuscht. Sehr enttäuscht, und ich habe den Euro Truck Simulator gespielt mit das VR, was eine Sensation war. Und da sitzt Johnny Hill neben mir. Nein, Johnny, dann wäre es noch besser. Aber ich kann keine Country-Sender auswählen. Wie? Ja, keine Country-Sender auswählen. Das ist ja Euro und nicht Amerika Truck. Ja, aber Johnny Hill ist auch Euro. Was? Das ist nochmal so nebenbei. Ja. Das ist mir nie aufgefallen. Der ist gar kein Österreicher, der sich nur einen Künstlernamen gegeben hat. Zentrale am Norbert Moor 01. Melden Sie sich. Fahren wir überhaupt richtig? Ja. Nicht der einzige Österreicher, der mit einem HI zu zweifelhaften Ruhm gekommen ist. Johnny hieß auch früher erst anders. Dachte, mit dem Namen kommt er groß raus. Soweit ich weiß, ist das kein A, sondern J. Und Johnny hieß er wohl nicht. Aber man hat eine Menge Spaß, muss ich sagen, so hinterm Steuer als Autobahnpolizist. Ich weiß nicht, ob wir auf dem Weg zum Unfallort auch so Autos rausziehen können. Ich meine, oh, jetzt haben sie mich schon wieder geblitzt. Wer blitzt denn da immer? Wer blitzt denn da? Blitzen die mich da? Das ist private Blitzer. Ich musste. Achso, es geht ja nicht. Ich bin jetzt im Einsatz. Wir haben einen neuen Unfall, den wir ermitteln können. Hier ist vorne einer reingefahren. Wegen zu niedriger Geschwindigkeit. Meinst du, man kann in dem Spiel rumballern? Weiß ich nicht. Ich hoffe es. Hat die Autobahnpolizei bei dir schon mal rumgeballert? Norbert Moor 1, an Zentral, kommen zur Wache. Der hat auch kein Licht an, siehst du? Die fahren alle ohne Licht, hat meine Mutter jetzt gesagt. Ich glaube, das ist der unglaublich grafischen Brillanz dieses Spiels auf deinem
Scheiße, der Parkplatz, ja, der ist jetzt natürlich hier drüben an der Raststätte. Oh. Haben wir nicht so ein Polizeiwerkzeug, so einen Leitplankenknacker oder sowas? Da geht man einfach so hin mit so einer Zange und knackt das so auf. Kieferknacker. Mann. Da vorne brennt Licht. Jetzt geht's wieder in die City. Hört die Leitplanke jemals auf? Weiß ich auch nicht. Was Philosophisches. Wo die Leitplanke aufhört. Ich hört auch deine Heimat auf. Ich fuhr noch 100 Meter und hoffte auf den Schluss und merkte, dieser Songtext ist größtenteils Schluss. Da ach, das kommt irgendwas mit Bus. Auch nicht schlecht. Wo ist Johnny Hill, wenn man ihn braucht? Schau, das Auto hat sich wieder geheilt in der Zwischenzeit. Das ist nämlich, das wird nämlich mehr unterschätzt. Da heißt es immer, wir verschwenden Steuer, wir verschwenden Steuergelder an die Polizei und so. Ja. Dabei investieren wir die in Autos, die sich selbst reparieren. Das war übrigens was, was ich bei Knight Rider nicht verstanden habe. Warum Kids sich nicht selbst reparieren kann? Nee, der alte Knight Rider war doch aus so unzerstörbarem Material. Und aus irgendwelchen Gründen dachten sie dann, es wäre eine gute Idee, jetzt reinzuschreiben, wenn er diesen Super Pursuit Mode hat, dann kann man nicht mehr diese Legierung haben, dass er unzerstörbar ist. Hm. Vermutlich war es zu aufwendig, war nach jedem Turbo Boost einen neuen Knight Rider hinzustellen, der noch nicht total kaputt war. Deswegen haben sie halt dann einfach nur noch ein Auto pro Folge genommen, dass er dann kaputt war nach dem Turbo Boost, weil hat er die Legierung nicht mehr gehabt. Ihr habt das zuerst gehört. Na. Ja, es ist in der Tat ein interessantes Problem. Scheiße, da tickt auch noch die Uhr runter. Ich habe nur noch 5 Stunden für... Was? Norbert Mohr, 5 Stunden habe ich nur noch für diesen einen Einsatz. Echt? Was ist denn BEU eigentlich für ein Kennzeichen? Boy? Kaufbäuerin? Nee, Boy. Boy. Berlin, Beutelsend. Keine Ahnung. So, jetzt aber. Tankstelle. Was soll da sein? Gestohlenes Fahrzeug an der Tanke. Vielleicht. Das ist eine riesen Tanke, das ist eine Shell. Eine ASAP. Oh, warte mal, jetzt habe ich auch gar nicht auf die Preise geschaut. Ne? Das, ist das nächste Mal schauen, weil der Diesel ist zurzeit recht günstig. Willst du den ganzen Kofferraum volllaufen lassen? Ich will vor allem mich volllaufen lassen. So, aber jetzt. Oh, schau mal. Jetzt geht's ab. Und F. So. Ihr Rücklicht ist kaputt. Ist es doch gar nicht. Fahrerbefragung, wo ist er denn? Entschuldigung. Ah, der hockt da so drin. Aha. Eine allgemeine Kontrolle. Mhm. Ja, fangen wir mal locker an, oder? Erst einmal Fahrer, Führerschein und Fahrzeugschein, bitte. Was sie wieder? Ja, das ist, sie ist blond, sie ist, glaube ich, diese Superkriminelle. Das ist auch die Superkriminelle, die die ganzen NSU-Morde begangen hat und mit den Wattestäbchen und dem Gentest und so. Vielen Dank. Wie, darf ich jetzt vielleicht mal ansehen? Aha, ich sehe mir ihre Dokumente an. Lina Koch, auch drüber. Zulassung passt. PKW ist es aber nicht, oder? Es ist ja mehr so ein LKW. Lina Koch, Mund, Dortstadt. Hm. Fahrzeugfunk. Das ist ein kleiner Spaß, Dortmund. Personenfunk. Ne? Ich mach mal Fahrzeugfunk. Eine Auskunft über dieses Fahrzeug, kein Eintrag. Aha. Verstanden. Jetzt fragen wir mal nach Lina Koch. Bleiben Sie entspannt. Schön Finger am Schwinger. Schon entsichert. Verbotene Gegenstände. Was wäre ein verbotener Gegenstand? Eine Waffe? Nö, sagt sie. Die ist ganz schön schnippisch. So indizierte Computerspiele und glaubt so. Glaubt das ihr jetzt mal? Kinder, wenn ihr Waffen dabei habt, einfach zur Polizei sagen, nö. Habt nichts dabei. So, jetzt wird es langsam ein bisschen kritisch. Jetzt fangen wir mal an mit dem Warndreieck. Im Kofferraum. Mhm. Verbandskosten. Schau, du hast da unten aber immer so Symbole ploppen da noch auf, ne? Kannst du alles noch machen. Fahrer ansehen. Ach so. Wir werden jetzt zuerst einmal kontrollieren. Wir hätten sie erst noch fragen sollen wegen Drogen und so, weil wenn sie dann Nein gesagt hätte, wir gleich schießen dürfen. Ah ja. Ein Sack vier, Drogen. 4 Leichen, eine Kinderleiche, aber mit A und D können Sie Objekte selektieren. Hm. Mach den Leichensack auf. Näher betrachten. Achso, was? Ja, es hat ein Sack, ne? Und hier noch ein Sack.
Meinst du, man erkennt spezielle Säcke? Du wirst schon oh. So ein spezieller Sack. Warte mal, 2016, ja, ist sogar noch haltbar. Ist ja fix. Wie soll man die jetzt dran kriegen? Suppt da unten was raus? Hm. Aus dem blauen Sack, meine ich? Ich glaube, dass du irgendwo raussuppst. Ja. Ja, passt eigentlich, oder? Scheiße. Schon, wie komme ich denn jetzt mit Kubit die Kontrolle beenden? Also, das ist alles in Ordnung. Hoppala, ah. Frag dich nochmal wegen Drogen, so, Alkohol und so. Ich habe mir ihr Fahrzeug genauer angesehen. Verhaften kann ich sie eigentlich nicht, oder? Jetzt ja, noch hat sie nichts falsch gemacht. Kann ich sie verwarnen? Fahrer ansehen. Nichts Verdächtiges erkennen. Mhm. Na gut, nochmal ein Test. Jetzt haben wir Bußgeld aufbrummen. Oh, ich kann es aber inzwischen nachvollziehen, dass wenn man als Polizist schon jemanden auffällt, dass man dann auch Bock drauf hat, dass man was findet. Ja, ja, ich glaube auch. Das ist voll die Zeitverschwendung, wenn nicht, sich das einzugestehen. Ja, kann man nichts machen, oder? Scheiße, ey. Reifenprofil überprüft. Scheiße, siehst du, richtige Kontrollaktion, Bußgeld, das war das Problem. Mann! Ah, Mann! Du hast diese Wahnsinnige auf die Straßen losgelassen. Ja, toll, woher weiß ich denn? Ja, okay, Profil. Ich hoffe, überprüfen. Du kannst so nachts gut schlafen. Nee, schauen wir mal. Naja, und weiter geht's. Zwei Fahrzeuge, dann schauen wir mal, ob wir einen Funkspruch kriegen. Ein Fahrzeug wurde auf Verdacht auf Drogen gemeldet. Es befindet sich auf der A32 in Richtung A28. Auf der Tankstelle ziehen Sie es aus dem Verkehr und kontrollieren Sie es. Tankstelle Mausen. Okay. Oh, das ist die gleiche Tankstelle. Das ist der gleiche Tatort. Das ist die schon wieder. Bestimmt, die hat sich jetzt direkt nach der Kontrolle hat sie sich Drogen reingepfiffen. Schwester, haben Sie nicht mal ein paar Drogen? Ich glaube, du hast dir direkt nach der Kontrolle ein paar Drogen reingepfiffen. Nein, Heroin. So, Bierschell. Jetzt gestern Katz. Ich fände es besser, wenn man da so Sporen an den Schuhen hätte. Der ist es doch gar nicht. Achso, ADJG454. Wieso hocken die da eigentlich alle wie. Wie Zombies, wie die Stadt der Verdammten. Der Parkplatz der Verdammten. Ist es der? Ja. Schauen wir uns erst einmal den an ein bisschen, oder? Kann nichts Verdächtiges erkennen. Ah. Erst einmal Führerschein und Fahrzeugschein. Oh, 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 der war's. Fahrtenschreiber und der Frachtbrief. Was hat er wohl geladen? Drogen. Meier AG. Mhm. LKW. Mhm. Tobias Schafer. Checken wir mal das Fahrzeug. Hm. Aber über den Schafer, der ist doch bestimmt Personenschieber oder so. Oder Drogenschieber. Nix in der Datenbank. Hm. Hm. Schauen wir uns nochmal den Ausweis an. Tobias Schafer, 88. Dürfte überhaupt schon Auto fahren? Ja. So, jetzt gehen wir es erst einmal locker an. Andere Eck. Kabinenbereich. Mhm. Verbandskosten auch noch. Du musst doch erst alles fragen und dann. Nee, jetzt gucken. Schau mal erst einmal, ich muss ihn ja noch in Sicherheit wiegen. Und jetzt zerstichst du ihm die Reifen und fragst, warum die nicht aufgepumpt sind. Was ist er denn da dabei? Aber Warndreiecksiegel jetzt keins. Ja, wird doch gesagt, es ist vorne. Alle Objekte angeschaut. Aber der ist noch fit. Kannst du nochmal zur Beifahrertür gehen und da reinschauen oder geht das nicht? Warte mal, Profiltiefe messen, 4,4 mm lang das. Was muss man haben? Weiß es gar nicht mehr. TÜV ist gültig, aha. Im Kabinenbereich was, hieß 1,6 es. 1,6 oder so? Lichter kontrollieren. Ja.
Musst du hier in allen vier Reifen das Profil messen? Ich kann mir nicht mal an alle vier Reifen ran. Das hat er geschickt gemacht. Achso, das war jetzt auch das falsche Auto und hat es jetzt rumgebeamt. Ah, okay. Wieso geht Rückfahrlicht nicht? Jetzt warte mal, das checkt mal nur. Ja. Nicht beeindruckend, aber. Kofferraum, also Warndreieck habe ich jetzt keins gesehen. In den Kabinenbereich komme ich irgendwie nicht ran. Profiltiefe 4,3. So. Das erste Mal Alkohol. Aha! Nun, da muss er. Ui. Hä? Dann hat er nur von den Drogen ablenken wollen. Nein, na gut. Jetzt bist fällig, Bescheid. Was? Wieso erwischen wir nie einen Drogi? Jetzt will ich aber die Gegenstände auch noch sehen. Das ist Johnny Hill Platte oder sowas. Ich verwarne den jetzt mal, oder? Na okay. Beim nächsten Mal Ladung überprüft, um Korrektheit der Ladung festzustellen. Achso. Hä, wir haben noch hinten reingeguckt. Ja, es ist nicht so leichtes Leben als Polizist. Nee. Man macht nicht immer alles richtig. Nee. Auch das übrigens war beim NSU ähnlich. Zentrale so. An Otter Moor 01. Vorsicht. Wir haben keine Zeit für so Unfallscheiße. Wir müssen Autos kontrollieren. Ja. Sichern Sie die Unfallstelle ab. Achso, jetzt kann ich ja mal wegen dem Dieselpreis mal schauen. Kostet der Liter Diesel 1,09 Euro. Das ist für nicht viel. Nicht wenig. Nee, nicht viel. Und nicht wenig. Ja, zur Zeit ist er ja super billig. Also warum zur Zeit sind sogar 1,09 Euro. Crash? Ja, ich glaube schon. Also Leute, kauft nochmal so viel Benzin, wie ihr trinken könnt. Und Schichtaufgaben ist, glaube ich, gar nicht so Standardkontrollen, sondern das sind die, auf die man, die einem befohlen werden kann. Das ja, sein. Probier's halt mal. Hey, wobei, bei den anderen waren ja dann eigentlich keine so Minispiele, haben sich ja dann nicht gestartet. Norbert Moore, 2, an Zentrale, Einsatz beendet. Aber den ziehe ich jetzt trotzdem noch raus. Wie er schon fährt, ey. Lässt sich von unserem Drängeln überhaupt nicht beeindrucken. Der ist doch voll drauf. Wir können das nicht mittendrin das Fahrzeug wechseln, ne? Ich weiß nicht, ob man da sich upgraden kann zum besseren Fahrzeug. Zentrale an Otter Moor 01. Nee, wir haben schon genug. Behinderung des Verkehrs durch einen Unfall mit Sachschaden auf der A32 in Richtung A42. Dürfen die echten Polizisten auch, oder? So, halt ein Maul mit Unfall, ich mag nicht. Ja, ja, ich meine Quest ist eigentlich eine andere. Hau ab. Heute mache ich nur, wenn es Getöse im Bordell gibt. Ja, ich glaube, ich ziehe jetzt mal einen von den LKWs raus. Da vorne ist er doch schon. Schau dir mal die an, wie die. Der war auf der Mittelspur. Erschießen muss man den. Gleich an die Wand. Was mit Recht? Komm, hier raus mit dem. Der ist doch auf der Flucht, so wie der fährt. Ja, denke ich mir schon. Ah. Anhalten. Ah, jetzt war der rüber, siehst du das? Stopp, du musst stehen bleiben. Bleib stehen! Tabella Sumpf 1, Anzentrale, melden Sie sich. Der Heck ist beschädigt. Das war auch noch ein Bullenauto. Ist Ihnen bewusst, weshalb ich Sie aus dem Verkehr gezogen habe? Ah, Sie schon wieder? Sie schon wieder! Wegen? Dann machen wir mal Kontrolle. Wegen einer allgemeinen Kontrolle? Schauen wir mal. Aha. Aha. Das gibt auf jeden Fall eine Verwarnung. Ja.
frage über Funk nach. Jetzt warte mal. Schauen wir erst einmal noch. Sarah Hartmann aus Schorsitz. Die war vorher aber noch unter den anderen Appen unterwegs. Ja. Aber sie hat ja kein Perso, oder? Nein, die Fahrzeugschein hat sie nicht dabei. Schauen wir mal. Warum liegt da nie was vor? Das ist voll lame. Also Kofferraum. Gut. Hä? Verbandskosten. Sag mal bei dem Lastwagen Kofferraum. Laderaum, oder? Ja, Ladefläche oder so. Jetzt schaue ich mir die trotzdem nochmal genau an. Kaum Alkohol- und Drogentest. Ja, der ist sowieso. 6,4 mm, das ist gut. Passt. Muss ich jetzt jeden Blinker einzeln kontrollieren eigentlich? Schauen. Ist der kaputt oder schaut nee, das so aus? Schon. Okay, Profiltiefe links 6,4, okay. Okay. 6,6, ja. Von euch lasse ich mich nämlich nicht verarschen. Also eine Lichter. Bremse. Blinker gut, Bremslicht gut, Rückfahrlicht gut. Dann haben wir noch den Blinker. Wunderbar. Ja, du kannst das Kennzeichen kannst du nicht anklicken, okay. Oder? TÜV ist gültig, okay. Ja, alles okay bisher. Aber jetzt. Sprengstoff! Warte mal, Rucksack. Eastpack hat man nicht mehr, oder? Ist nicht mal ein Eastpack, ja doch. Ist ein Eastpack, weil ihr Rucksack ist kein Markenrucksack. Alle Mann! Da ist auf jeden Fall. Bier. Bier sind am Start. Aha, warum ist da Bier hinten drin? Was ist das? Kühlbox. Könnte aber auch ein Aktenvernichter sein. Wasser haben sie zu verbergen. Vielleicht ist das das Warndreieck. Vielleicht gilt das ja. Alle Objekte angeschaut. Aha! Der ist nämlich abgelaufen. So. Und jetzt bist du. Zwingen sie ihn zu essen. So. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir das erste Mal. Pokerface. Ja, wegen dem Alkohol. Das checkt mir jetzt schon auf jeden Fall ist der Verbandskasten abgelaufen. Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich den Alkoholtest. Wie ich das Bußgeld wäre das dann, oder? Verwarnt wird dann nicht. Verbandskasten kostet 20er, oder? 2000. Ein Zeichen des Versagens. Oh, die Dinger sind doch kaputt. Ja, ich glaube auch. Achso, das habe ich ja schon gemacht. Da bin ich wieder. Na, verwirrt. So. Verwarnen oder? Also in Gewahrsam nehmen finde ich jetzt ein bisschen viel wegen abgelaufen. Geldstrafe, Verwandtskasten. Bußgeld. Und eine Mängelkarte ausstellen. So. Kein Verbandskasten, Führerschein. Ja. Der hatte doch einen Verband, hast du ja keinen aktuellen. 10 Euro. Kann man nicht da noch mehr drauf tun? Schön wär's. 25 Euro, okay. Achsen gewogen, bitte was? Was? Boah, ey, muss ich jetzt beim LKW die Achsen wiegen? Jawoll, ja, erste Schicht geschafft. Vorbei. Ja, zurück in die Heimat, da die Song. Okay. Müssen aber echte Polizisten arbeiten doch nach Zeit und nicht auf so und so viel. So, na, was denkst du? Zentrale an Otter Moor 01. Ja, am Feierabend. Ja, ich habe doch Feierabend, ich war jetzt noch nimmer hier. Auf der A42 in Richtung A. Das ist schon wie Vierer in der Früh. Sorgen Sie für Sicherheit. Das war mal warm. Nix, Gegenstände auf der Fahrbahn, da soll sich der Radioverkehrsservice drum kümmern. So hinter so ein Fleisch. Die haben was zum Tor. Ich hab Feierabend. Also, na. Vielleicht muss man über die gelben Straßen auf die anderen Autobahnen ausweichen, aber jetzt über das Autobahnkreuz komme ich bestimmt wieder nimmer auf die richtige. Was ist denn jetzt 28er? Ehrlich. Richtung Otterhausen. Wieso hat denn der tolle Streifenwagen kein Navi? Navi, hallo, das spielt 2014. 45%.
wie 2014 ohne Navi. Das Auto hält sich schon wieder, schau. Hä? Super. So, jetzt. War mal auch der 20er, aber. Warte mal, vielleicht muss ich ja über das Autobahnkreuz rüber und dann. Ja, genau. Dann musst du nämlich die nächste rausfahren. Nein, die jetzt nehmen müssen. Was? Also nicht direkt raus, sondern halt da jetzt raus. Ja, zu spät. Jetzt mach mal einen U-Turn, das will ich jetzt noch sehen. Jetzt auch. Tabella Sumpf 1 an Zentrale. Melden Sie sich. Boah, da kriegst du sofort massiv Schaden, siehst du es? Echt? Ja, das darfst du nicht machen. Ja, ich hab's ja fast egal, geschafft. Egal, du schaffst es. Du schaffst es. Du schaffst es. Komm schon. Erst aber auf der Autobahn A32 kommen Ihnen Fahrzeuge entgegen, das melden Sie dann wieder nicht. Objekte auf der Fahrbahn der A42 in Richtung A28. Das ist der Hitzeschild vom Streifenwagen, jetzt gerade verglüht oder was, wenn man gegen die Fahrtrichtung fährt. Wahrscheinlich. So, und jetzt raus. Jetzt raus, meinst. Ich glaube, du irrst dich. Du willst aber eine lange Kurve, oder? Wieso heilt sich denn das Auto immer wieder? Ah, tatsächlich. Jetzt haben wir es aber langsam raus mit dem ganzen Ding. Also, was haben wir jetzt gelernt? Bei LKWs auf jeden Fall immer Achsmessung. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ja, mit der Achswaage kannst du die Achsen wiegen, ob das Fahrzeug nicht zu schwer ist und ob sich nicht vielleicht... Da war doch nichts drin. ...Drogenhändler im Fahrwerk verbergen. Jetzt kommen wir bestimmt wieder da nicht von. Vielleicht kann ich auch Schichtende beantragen. Jetzt halt. Betritt die Wache. Also, das dachte ich, jetzt hätte ich irgendwie. Hätte ich einfach das abbrechen können. Zentrale an Norbert Moor 01. Ich habe irgendwas gelesen, dass wenn man von der Autobahnausfahrt runterfährt, dass man irgendwo draufklickt, dass man wie so eine Art Schnellreise machen kann. Wo hast du das gehört? Irgendwie hat es mal erzählt. Entweder, ich glaube, im Stange habe ich da mal so ein Was-Ist-Video dazu gemacht. Ach, du kennst das hier schon. Ja, aber wir haben auch noch Scheiße. Zentrale an Norbert Moor 02. Melden Sie sich. Oh oh. Da zog die Wache an uns vorbei. Gibt da keine Ausfahrt. Keine Ausfahrt. Hörst du, siehst du, schau mal den an, hast du ihn gesehen? Ja. Voll ein Schlinger. Ich hab Feierabend. Letzte Ausfahrt, Feierabend. Das ist ja auch ein geiles Country-Album eigentlich. Letzte Ausfahrt, Feierabend. Aha. Das wird super. Norbert Moor 1 an Zentrale. Komme zur Wache. Der letzte Fingerstreich ist getan. Du hast, glaube ich, ein bisschen Großstadtrevier im Ohr. Hier im Feierabend. Revier. Ist das denn scheiße? Ich wollte schon immer so ein deutsches Trucker-Album machen. Gibt ja keinen mehr. Truckstop ist zur Hälfte gestorben, leider. Verstorben, kann man das sogar sagen. Johnny Hill lebt noch, macht aber nichts mehr. Macht aber nichts. Gut, der Gabriel war im Dschungel, ist aber auch schon wieder raus. Ganz schön schwach. German naja, Country dann, Performance Poor. Aber dann ist doch. Was Tom Astor macht, weiß aber nicht dann ist doch jetzt mehr oder weniger die Bahn frei. Für mich, ja. Du musst es halt jetzt allein machen. Ich warte bis heute drauf, dass Truckstop mich als neuen Sänger einstellt, der alle verstorbenen Sänger ersetzt. Was ich durchaus. Auf der Bühne oder halt auch so ja, kameradschaftlich. Lieber auf der Bühne. Wir sind nicht so die gleiche Altersklasse. Das ist denen doch egal. Problem ist, dass die gestorben sind, leider auch meine Lieblings-Truckstop-Künstler waren. Ich weiß gar nicht, wo ich mit den anderen mit denen spielen will. Zentrale an Norbert Moor 02. Fahren Sie zur Zentrale. Schneid mal raus, sonst wird es wieder nix. So. Große Otter Moor. Polizei, jetzt halt. Oh. Mal ordentlich die Spiegel abgefahren. Ah. Ja, mal viel erreicht, halt, oder? Das ist für Menschen. Ach so. Das ist kein Drive-In-Polizei. Guten Tag, einmal die Nummer 15 mit Fritten, bitte, danke. So, hier stehen wir gut. So, bleibst du nur da? Also, dir zu. Ja, dann bleib hocker. Bledi cool. Ha! So, krass. Volle, perfekte Nachtschicht.
Obwohl wir die Kriminellen nicht gestellt haben. Und ein Steam-Chivo abgeräumt. Nicht schlecht. Irre, irre, irre. Heute Geschwindigkeit messen, oh geil. Andi hat auch eine neue Uniform ohne Warnwesten. Und die Deutschlandflagge weht im Wind. Mit diesem Idyll verabschieden wir uns in die nächste Folge. Bis dann. Bis dann.